Was mich Die nur ist halt nervt, das der erste Drift da, den Tänzer da, den finde ich extrem unkonstant. Ziemlich schlecht gebaut. Ja, das, ja, der ist weird. Man muss den halt oversteeren und halt schlecht rauskriegen, weil sonst hatte ich da so eine 70-prozentige Chance, dass ich diesen, dass mein Auto oversteert beim Cancel. So, für mich ist jetzt jede Map wie ein Knockout-Finale. Ein Warm-up, Map schnell kennenlernen und dann muss es sitzen. Ja, aber halt eine TTC fahren. Sozusagen, ja. Ist eigentlich genau das gleiche, nur dass man wieder nicht nochmal spielt. Und heute habe ich mich jetzt schon praktisch darauf. Ich bin, wir gehen jetzt schon hier mit dem Gewissen rein, ja, wird ja eh nicht Podium. Deswegen kann ich auch nicht so enttäuscht werden. Weil es einfach so unwahrscheinlich, dass das ein Podium wird. War schon eben jetzt nur Sechster auf dieser TTC Map. Muss mir erstmal dir den Weg merken. Auf der Map geht das noch. Weil das hier fand ich echt witzig. Als ich die gefahren bin, da Oh, war mir auch TT. sofort klar. Ein bisschen einfach, ein bisschen kurz. Ja, ich finde die nicht so einfach. Ich finde die relativ schwierig, halt schnell zu fahren. Ja. Das ist halt das Problem. Diese Map habe ich dann halt deutlich mehr gefahren als diese technischen, weil wenn du die hier einfach nur konstant durchfährst, dann bist du irgendwie 7., 8. oder so. Hier Wo musst du ging's immer ein lang? Ach ja. bisschen wissen, wie man schnell fährt. Scheiße, das war gerade ein guter One. Hätte es nicht für ihn noch 2 Zehntel holen. Will mein Auto jetzt aufhören mit übersteuern oder nicht? Das ist das, was mich brennend interessiert. Der One jetzt war scheiße. Wow. Ah, natürlich. Ja, Okay. das. Ne, 7., 8. habe ich ja gesagt. Ja. Und da geht's auch nicht weiter nach vorne. Also das sind ja die. Der Darik ist ja schon weit weg. Wobei ich sagen muss, mein Second Try auf der Map von meinen zwei Versuchen, die ich gemacht habe, der war tatsächlich gut. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Zeit war. Ja, man muss. Es geht halt alles um diesen Downhill, der dann perfekt smooth drin zu landen. Aber da braucht man erstmal die Technik für. Um da keinen Oversteer zu bekommen, rutsche ich auf den schon drauf. Also ich slide davor schon. Ich release dann einfach einmal kurz. Das klappt. Wieder so schlecht. Na gut, das war jetzt schon eine Verbesserung. Ein bisschen. Das war immer noch. Bin komplett über den Rasen gefahren auf dem Dirt. Ich glaube, das ist auf einmal so schlecht. Es war ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja, noch ich hätte auch. Außerdem, ich habe Autos angemacht, danach ist ein Drift hier am Anfang, ne? Meine Güte, seid ihr weit weg. Top Leute. Ja, musst du nicht mit reinzählen. Bei den Auszählen. Jetzt habe ich einen Wand reinbekommen. Ja, gut. Selbe Zeit wie Lachens. Aber er hat den besseren Local. Local zählt ja nicht, ist die Oder Frage, halt wer die bessere bessere. Zeit davor gefahren. Ja, Wahrscheinlich in der ersten das. Runde. Ja, muss ja. Keine Ahnung. Müssen wir eigentlich echt mal noch irgendwann richtig testen. Davon könnte man eigentlich mal ein Video machen, wie das genau abläuft. Also, eine generelle Regel, ganz genau weiß das ja irgendwie niemand. Vor allem in den bestimmten Fällen. Man Frag kann mich das ja immer, gar ob jetzt Nadeo nicht. Irgendwie müssen sie es ja. aber man muss auf jeden Fall dann nochmal in der ersten Runde gucken, später im Juli. Ja. Also ich meine, ich würde halt einfach eine PF-Map bauen, um das zu testen, wo man dann irgendwo ein schnelleres Ziel hat. Und, naja, PF-Map, ne, ich würde einfach so eine 5-Sekunden-Map bauen. Oh. Okay, nice.
fast Dritter. Irgendwie sind die anderen wieder schlechter geworden. In meiner zweiten Runde bin ich eine 0,5 gefahren. Da hatte ich auch keine bessere Position als jetzt. Damit wärst du eben Siebter gewesen in der ersten Runde. Letzte Woche komplett No-Train war ich auf den ersten beiden Maps war ich ziemlich nah an Maddox dran. Aber dann auf der dritten Map hatte ich alles verloren, weil die lief gar nicht. Hätte ich dann überhaupt nicht verstanden. Weil diese ersten beiden Maps, die liefen auch da gut. Obwohl ich da deutlich langsamer gefahren war als jetzt. Meine erste Hälfte hier war gut, bis zu der dritte Kurve. Was eine erste Kurve? Ich will ganz sagen. Oh Gott. Ah, es war eben immer so, lief die Map so gut, jetzt eine richtige schlechte Runde. Sehr knapp dort. Wow! Ja, ich habe Autos angemacht und ja, du hast es da verloren. War ich Erster? Ja, das weiß ich wiederum nicht, aber du hast auf jeden Fall noch gegen der Mini Zweite ist Nachens. Offensichtlich. Ja. Aber ich weiß nicht wieso, weil, keine Ahnung, diese letzte Kurve, ich hasse das und diese Uphills, weil da kann man ja so einfach dann einen Drift bekommen. Ach Lars, seh dich. Also ich sah dich. Ja. Boah, was macht Maddox? Ich hoffe, dass er einfach nur safe. Dass er nicht tatsächlich nur so langsam Zeiten fährt. Und dann ist es auch noch so knapp da. Das ist so langsam alles. So Punkte zu verlieren. Ja, hier hätte ich auch mal. Ich habe sowieso eigentlich keine Chance gegen Maddox, weil der ist trainiert. Ich habe die Maps insgesamt 20 Minuten gefahren. Trotzdem will ich nicht so dämlich verlieren. Warte mal, hatten Lachens und Mgano gerade auch wieder dieselbe Zeit? Ja. Und Lachens hat schon wieder mehr Punkte bekommen? Weiß nicht. Ich glaube ja. Ja. Oh. Sag mal, wie viel Speed habt ihr da alle? Was? Hä? Was ist denn hier los auf der Map? 7,7! Ist jeder gecrashed oder was? Scheiße, Mann, ich hätte auch. Ich bin zweimal da an der Wand gecrashed am Ende. Aber ich weiß nicht wieso, ich habe genau die gleiche Linie wie sonst gefahren.
Mann. Ja, Maddox auch touched. Ey, das ist doch ein Witz. Ne. Eben hatte ich die ja gefahren. Ne? Ich habe 3 Runden gefahren, jede war eine 0,3. Und im Warm-Up hätte ich halt auch dann PB gefahren, auch eine 0,3. Jetzt jede einzelne Runde gecrashed. Auch wieder schlecht. Krieg halt keine Runde rein. Immerhin. Mit dem Scheiß hätte ich jede Runde gewonnen. Mann, ey. Die nächste Map, die war einfach nur schrecklich. Und da hatte ich 70 Punkte gemacht oder so. Mal sehen, welches ist. Noch weiß ich es nicht. Hieran erkenne ich es noch nicht. Eine lange Dirt-Apple-Kurve am Ende. Ah, die habe ich. Der Start ist geblockt. Die habe ich nicht gefinisht. Ich habe immer abgebrochen vor dem Ziel. Man muss immer so doof lange warten im Solo-Modus. Ja. Ach, geht's mal los. Ich hätte echt mit einer freien Kamera jetzt rumfliegen können. Ja, Leute sind halt hier auch ziemlich schnell, vor allem. Und die Map liegt mir halt echt gar nicht. Aber wäre gut, wenn ich immerhin nicht so oft crashe jetzt. Ja. 27. Loke. Ja. Sind noch nicht mal 27 Leute. Wie ist das möglich? Scheiße, Mann. Mein Stick ist so lose wieder. Als ich vor uns die Maps eingefahren habe, dann lief's noch. Da habe ich auf Dirt Sinn bekommen. Und jetzt kriege ich Oversteers über Oversteers. Das ist der Wahnsinn. Wow, Mann! Das ist doch... Jedes einzelne fucking Mal... Wenn ich crashe, ist dann so eine Scheißrunde davor. Jedes Mal crasht Maddox auch in der Runde, wo ich crashe, aber er crasht immer weniger. Also war auch eigentlich gar kein Crash. Einfach so dann bekommen in dem U-Turn. Über eine Sekunde verloren. Eine Scheißstelle. Ach, hallo Lars. Ja, macht keinen Sinn. Ich bin komplett mittig, ich habe überhaupt keinen Speed. Mein Auto driftet. Es ist...
einfach nur schrecklich, die Map. Natürlich eben, als ich es trainiert hatte, lief es dann immer noch ansatzweise gut, aber nee. Man, fuck off. Ja, das ist unglaublich. Schaffe ich es, mehr Punkte zu bekommen als letztes Mal? Weil ich mehrmals auch Top 20 nur war. Weniger. Also, ich habe da gerade ein Oberstil bekommen, beziehungsweise mein Auto hat gelenkt, obwohl mein Finger noch nicht mal auf meinem Stick hatte. Und hat halt einfach direkt in eine Wand reingelenkt. Und ich stand still. Schade, jetzt kommt jeder durch, wo ich mich auch viel schneller fühle. Ich habe zum ersten Mal keinen Bug bekommen. Ah, ich habe mich um eine halbe Sekunde verbessert. Maddox ist hinter mir. Maddox ist eben gecrashed und du kamst durch, hast die Runde gewonnen. Ja. Locker. Also ich habe schon einen Bug bekommen in der Runde hier. Also, ne? Im zweiten Beat habe ich immer noch 4 Runden Bug bekommen. Kann ja gar nicht sein, du bist ja vor mir. Ja. Ich hab ja nur. Was? Was war das denn jetzt wieder für ein. Hast du das gesehen? Nee, da habe ich Autos ausgemacht in der Kurve. Ich habe einfach einmal den Speed verloren. Einfach ein ganz. Das ist grässlich. Ja, guck mal auf der rechten Seite im Top. Hatte ich jetzt zwei bekommen. Guck mal auf der rechten Seite im Top. 36 plus 34 plus 32. Und schon bei Interdarik haben es falsch rum gemacht. Wie? Ach, das ist... Ja. Ja, bei mir sieht es, obwohl ich jetzt gar nicht so schlecht gespielt habe, aus, dass es mit Top 3 echt nichts werden kann, auch nicht ansatzweise. Weil wir fehlen einfach bei dem Punktesystem die großen Punkte. Ich glaube, das Beste war jetzt eben der dritte Platz. So das erste Mal, dass ich das hatte. Und da bedarf es ja mehrere Crashes. Weißt du, was ich schade finde? Wenn Maddox jetzt so trainiert ist, ja, da würde ich wirklich so gerne Mariuno sehen, wie er plötzlich mitmacht. Ja, dafür fährt Maddox viel zu langsam. Heute vielleicht, aber die anderen Male, also wo ich da war, vom Januar, da wirkte er sehr schnell. Aber auch dann ist er die Unkonstante, glaube ich. Ja, vielleicht spielt dann Ryuno auch ein bisschen Druck. Und bringt auch nicht so seine Standardleistung.
Oh, meine Fresse, ey. Auf einen richtig guten Mann. Und dann backt der Körb. Bleib hinter mir, bleib hinter mir. Ich hatte einen Full Crash. Ja, ich hatte einen falschen Release. Das ist das Problem auf der Map, wenn man die dann nicht so oft gefahren ist. Ich hatte einen falschen Release, war zu weit in, musste dann Lenkung aufmachen in einer Volleinlenkkurve. Hätte halt mit viel mehr Speed auch durchfahren können, wie ich dann ja wusste. Der Run war so sick. Ich glaube, ich hätte auch davor Maddox sein können mit dem Run. Das ganze Ende, ich hab dann halt richtig gepusht. Ich hab das natürlich genau abgepasst, dass ich auf der Weg bleibe. Der Break kriegt ja echt viel zu viel. Kurve. Oh, komm! Ja, geht doch. Ja, diesmal knapp gegen Larkins. Nicht gereicht. Ich hab Maddox da in der letzten Kurve mit Fullspeed überholt und. War knapp. Ja. Ich bin besser als Maddox. Gegen mich hat das nämlich nicht geklappt. Oh wow. Dachte, ich hätte da überhaupt keine Chance. Bin in einem Drift gelandet am Ende. Man sieht aber direkt, dass ich diese Map ein bisschen besser kenne. Ja. Dass ich die schon ein paar Mal gefahren bin. Aber für die ganz, ganz großen Punkte reicht's halt auch nicht. Dafür habe ich noch die falschen Releases in der Berg hoch rechts. Ich Breaktrick da nur. Ja, Breaktricken bei der Geschwindigkeit geben mir nie den Sinn. Also, was meinst du denn, bis zu welcher Geschwindigkeit kann man Breaktricken? Ich müsste es mal nochmal richtig austesten, aber ich kann, also, ich habe halt auch schon so mit 500 km/h gebreaktrickt und es hat geklappt. In der Kurve. Nicht, Richtungswechsel, das geht natürlich bei jeder Geschwindigkeit. Aber ich hatte mich so erinnert, dass so Judo oder so immer gesagt hat, irgendwie 350 oder so, aber dann geht die eigentlich doch noch viel schneller. Ah, schöne, so eine tolle Runde und die letzte Kurve jetzt wieder falsch liest. Sonst hätte ich dich haben können. Ja, du warst eine Zehnte vor mir, natürlich. Ja, ich war halt zu viel Release, zu weit innen. In der Berghochkurve zu weit innen rausgekommen und da war ich, hatte ich einfach eine schlechte Linie für die Schikane. Das hat dann nicht mehr gepasst. Hätte sozusagen schneller fahren können und wäre damit auch noch auf einer besseren Linie gewesen. Sowas ist halt einfach doof. Ja. Ja, ich gewinne aber auf Minimarine auch nur 6 Pünktchen und auf Lachens auch nicht viel. Auf dem Garner mehr, aber der war sowieso schon hinter mir in den Total Standings. Aber Mini Marina, tja,
Das sind 51 Punkte. Immerhin wieder gereicht, die zu überholen. Ja, jetzt eine bessere Map bis auf die erste Runde. Der Rest war okay. Hätte ich besser fahren können, aber na. Ja. Wir beide sind auf Platz 1 und 2 nach dem Drift. Ach, das ist so ein hässlicher Eingang da. Wenn wir halt genau über den Bump drüber fahren. Aber da ist ein Item, sehe ich gerade. Kann man dann weiter rechts fahren? Ja, möglich. Mal genau sehen. Ja, der hat da ein Item hingebracht. Ja, damit hat er dann. Och, wie dämlich. Damit hat. Mit dem Item hat er einen Bump hingesetzt, da wo normalerweise kein Bump ist, und da wo normalerweise ein Bump ist, ist jetzt kein Bump. Also wegen meinem Game Knowledge habe ich dann immer da Zeit verloren. Wenn man es jetzt auch so schlecht sieht, weil es genau die gleiche Textur, nur auf einer leicht anderen Höhe. Tactical Wallbang dort, der mir keinen Speed gekostet hat. Nein! Jetzt hab ich da den Bug kassiert. Auf so einer tollen Runde. Ah, Minimarine, diesmal nicht. 1,2 Sekunden. Ja, aber ich war bei euch, denke ich. Also einen Bomben ersten trifft. Ja, ich meine halt auch Minimum. Ne? Ja. Maxi und Didarik. Oh Mann, dieser Slowdown. War so happy mit allem. Wahrscheinlich ist das jetzt der Bump, über den du geredet hast. Ich habe nämlich vorher nicht gewusst, worum es geht. Ja, nach dem Castle-Ausgang da, wo man dann in den Dirt rein. Okay, ja, dann ist es der. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie es machen soll. Ich hatte die noch nicht. Ich bin weiter rechts jetzt. Kannst natürlich auch viel weiter links gehen. Nur halt nicht da, wo du normalerweise fahren würdest. Oder links ist halt dann langsamer, weil du hast dann keinen Winkel. Das war wieder Worst Case. Statt zweiter, fünfter. Ja, relativ knapp jetzt die Runde. Fax ist ja weit gekommen. Larenz verliert halt nur 2 Pünktchen auf mich und ist 6 Zehntel hinten. Passiert mir halt so oft, dass direkt vor mir sind alle so knapp und hinter mir ist diese große Lücke. Dass ich immer so der langsamste von denen bin, die halt durchkommen, und hinter mir ist. Es fühlt sich halt so sinnlos an, dass ich überhaupt so schnell bin. So ineffizient.
Schon wieder. Mann, ich hatte einen Crash. Ich mach die Autos letzte Kurve an. Es sieht wieder so wie so eine Schlange direkt vor mir aus. Kann ich mir vorstellen. Mir wurde auch erst angezeigt. Aber ich verliere auch relativ viel da in den letzten Kurven, aber. Ich meine, ich verliere halt auch viel, weil ich den Drift Cancel da überhaupt nicht riskiere. Ich mache den halt mega safe. Und in der Downhill links war ich auch keinen Drift. War ich auch nur Side. M. Garner, der mir zweimal genau vor mir lag, der hat nur 76 Punkte. Also der ist doch zu crashy. Er hat immer wieder, schon auf den letzten Maps, deswegen ist er auch hinter mir insgesamt. Der hat immer mal wieder Runden drin, wo er ganz, ganz weit hinten ins Ziel kommt. Interessanterweise ist das Larens noch nicht passiert. Der ist irgendwie immer da. Mhm. Aber Minimarine wird eh Dritter, weil irgendwie sammelt er ja Podiumspositionen. Und es läuft dann auch immer für ihn, dass er die kriegt. Naja, letztes Mal hatte ich ihn um einen Punkt geschlagen, aber davor lief es für ihn, weil ich war unlucky. Jetzt ist immer das gelbe Auto vor mir. Wow, Emgar. Okay, ich fahre das Ende wohl ein bisschen zu safe, damit ich diesen, ich werde diesen Grip nicht da auf der Checkpoint-Linie haben und dann damit verliere ich dann immer extrem viel, weil ich dann. Ja, ich habe den auch zum Teil. Denke. Der nervt mich so total. Das ist so ein typisches Beispiel hier, wo ich einfach sagen würde, Nadeo muss das ändern. Das, ja. Diese Kurve ist einfach. Das ist da halt einfach nicht fahrbar. Man muss. Nice one. Tja, ich hatte jetzt hier nur vierte und fünfte Plätze. Land bei 148 Punkten. Und verliere auch Punkte auf Minimarina. Komme ich also nicht näher. Bleibt der Abstand bei 50 bis 60 Punkten auf ihn. Auch Larens komme ich nicht ran. Und Larens, ich meine, die letzte Map, die ist natürlich ziemlich schwierig, da durch den Wald. Aber das ist seine. Von Larens und die konnte Minima Wiener gut. Ja, vor allen Dingen, ich kann mir da ja schlecht den Weg merken. Außerdem weiß ich gar nicht, wie sehr man über die Ecken drüber kann. Mir ist das nämlich ein paar Mal passiert, dass ich drüber bin, gemerkt habe, da passierte jetzt nichts, aber ob das jetzt generell ist. Ja, ich fahre da eigentlich über alle Ecken drüber. So. Ja. Dann hebt halt das eine Rad ein bisschen hoch, ein bisschen ab. Aber okay. Ja gut, hier kann ich mich jetzt nicht an die Map erinnern. Das ist zu lange her. Mit der habe ich, glaube ich, begonnen. Hier musst du echt vorsichtig sein bei der letzten Kurve, dass du da keinen Drift bekommst. Weil dann schaffst du den Sprung halt nicht. Das ist mir halt passiert in der letzten Runde und deswegen habe ich dann halt 30 Punkte verloren. Deswegen war dann überhaupt Minimal Mina an mich so nah rangekommen. Letztens gemacht hat. Also einfach ein bisschen gelesen. Das ist echt sehr gut. Das ist wahrscheinlich so sehr nicht. Also. Wahrscheinlich nicht sagen. Aber das war jetzt hier überraschend langsam. Ich dachte, ich wäre auf einer richtig guten Runde. Aber es war 153,6. Deswegen hatte ich 52 Euro auf meine Verfahren. Oh! Oh! Wow! Ich bin bei zwei von denen gebuggt. Zwei. Nennt man's. Cobblestone, das er raussteht. An den Seiten. Bei zweien. Einmal einen an der Seite und dann nochmal bei dem Castle Exit. Unglaublich.
damit dann auch direkt in die Wand rein. Ah, solide Seel war so langsam da. Ah, ganz viele Punkte hier weggeworfen. Speichern. Wow. Ja, da habe ich so 2 Sekunden verloren auch. So, easy zweiter Platz. Hab im Dirt nicht mehr an die Rechts-Downhill gedacht, nach der Links. Ah ja, beim Cobblestone bin ich aber auch angeeckt. Ja, nicht angeeckt, ne? Ich bin drüber gefahren. Ich wollte damit sagen, ich habe da auch Zeit verloren. Echt? Ja, das sind halt meine Räder hoch. Ich mach gleich ins Spiel, das sowieso. What? Ja, das ist doch ein Witz. Ich war so schnell auf der Map. Hat das jetzt schon wieder gebuggt? War halt ein anderer Bug. Um 1,8 Sekunden verbessert. Damit wäre ich doch letzte Runde ganz weit vorn irgendwo gelandet. Ja, 1-2 Plätze weiter, glaube ich. Mehr. Ich war ja Achter. du warst Sechster und Forti war auch noch einer relativ knapp als euch. 1-2 Plätze besser als gerade. Achso. Das ist halt Dritter oder Vierter. Nein! Tschüss, Spitzengruppe. Ja, jetzt müsste ich diese letzte Kurve riskieren. Wenigstens habe ich die beiden noch hinter mir gelassen. Ich habe. Auf der Map bin ich echt nicht schlecht. Leider habe ich in jeder Runde irgendwo noch was dabei gehabt, was dann Zeit gekostet hat. Jetzt bin ich in dem Gras-Checkpoint innen hängen geblieben. Und ich bin nicht weit weg von euch. Dafür, dass ich da innen hängen geblieben bin. Mhm. Ah, schafft es Max? Ja. Ist ja jetzt immerhin nicht viel auf Minimovina und Larens verloren, aber. Natürlich auf Maddox, aber es waren sowieso schon 100 Punkte. Hätte die dritte Map deutlich besser laufen müssen. Da hat er ja auch gebuggt. Ja. In dem Punkt ist halt eigentlich nur Luck. Ist so eigentlich viel schneller fahren noch vorne jetzt. Jetzt kommen wieder alle gut durch. Ja. Bin auch überrascht. Ja, mal dann, wenn man gerade seine beste Zeit fährt. Ja, im Garn noch. Ja. Der ist einfach outside in die Mitte, in das Ziel reingefahren. Ich habe ihn dann mit der Inside-Linie überholt. Ja, mir hat's nicht gereicht gegen im Garner. Ah. Was auch noch bei Mgarna dran? Ich war ja hinter Larens, Mgarna, Maddox im ganzen Pack da. Das ist halt echt witzig, ja? Jetzt werde ich mit der Zeit auch nur Fünfter. Mann.
Pflanze. Sind sogar noch vorhin gelandet. Ja, 50 Punkte. Also easy sein. Der Mgana hat tatsächlich verdammt viel aufgeholt auf mich. Das ist noch nicht sicher. Der war ja gerade auch Zweiter. Naja, der hat so 40 Punkte gut gemacht, obwohl ich eigentlich immer in seiner Nähe war, aber das hat halt schon einen Unterschied gemacht. Wenn er sowas nochmal hinbekommt auf dieser Map, aber ich sehe ihn jetzt hier nicht in den Top-Locals immerhin. Aber es kann sein, dass ich auf dieser Map weiter hinten lande. Also, ich fuhr hier, glaube ich, eine 55. Wenn das konstant fährt, ist das auf jeden Fall decent. Die Zeit da. War es eine Sekunde hinten, aber das ist auch schwierig auf der Map hier. Ja, also ich hatte nur eine 55 hier gefahren. Ich hatte, also die hier, die war halt letzte Woche, ne? Auf der letzten Map hatte ich dann halt in der letzten Runde, ich war halt vor Minimamina, so weit vorne. Und dann hatte ich halt den Sprung nicht geschafft. Bin da, hab da ein Auto bekommen aus irgendeinem Grund, hab dann den Sprung nicht geschafft. Hat dann ganz viel verloren und ich war dann ein paar Pünktchen hinter ihm. Und habe ich halt Minimamina gesehen, der hatte eine 53 irgendwas, war halt dann auch schnell. Und ich kannte die Map nicht. Und dann muss ich die so schnell lernen, diese Map, und mich so schnell verbessern. Und man konnte halt diese Verbesserungen richtig gut sehen. Jede Runde halt immer fast eine halbe Sekunde verbessert. Richtig gut. Dann halt in der letzten Runde, wo ich wusste, ich muss ihn schlagen, ich muss mehrere Punkte auf ihn aufholen, habe ich halt die 53,2 da gefahren. Keine Ahnung, wie der Maddox eine noch 7 Zehntel schneller fährt. Weil das wirkt halt so optimal überall. Habe ich mir auch nochmal angesehen. Da war nicht viel mehr Raum. Bei jeglicher Kurve. Irgendwas verstehe ich wohl nicht richtig auf der Map. Aber ja. Kam ich halt mit so einer Runde dann durch. Und Minimamina war ja knapp hinter mir dann auch noch. Ja, Tipp. Da konnte ich jetzt auch nichts mehr machen. Die Runde ist aber auch ganz nett. Oh Gott. Oh, ich bin so inside gesprungen. War kein Speed. Da habe ich es verloren gegen Lavens, aber immerhin vor Minimamina. Hinter Hype. Ja, da war ein Pöller. War ein Pöller, an dem bin ich hängen geblieben. Inside da. Outside. Ah, bei der scharfen Rechtskurve da, oder? Mhm. Ja. Die kommt so echt aus dem Nichts. Ja, die und es ist so dunkel da. Ja. Man muss dann halt auch die Kurve davor ein bisschen blöd nehmen. Das war jetzt schon langsam. Holy shit. Viel zu weit innen gefahren. Also ist 5 Gliss. Nee, nice 5 Blind. Diese Schikane hier vor dem Downhill, ne? Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mich daran zu erinnern, dass da eine Schikane kommt. Das sah für mich immer wie eine 90 Grad Kurve aus. Ja, der Run müsste auch gewesen sein. Bin angeeckt am Ende. Aber ja, nice. Nicer vierter Platz. Wie knapp. Ernsthaft mal. Und der Hype nicht Epis auffahren?
Oh Gott. Was? Oh Gott, da hat ja gerade gar nichts geklappt. Ich war viel zu inside da bei dem einen Part und da gerade habe ich einen Bump bekommen irgendwie. Meine rechten Räder sind einfach so hoch in die Luft. Dann habe ich einen Nosedive gemacht bei dem Sprung. Was jetzt aber nicht so gut war, weil dann habe ich den Sprung nicht geschafft. Oh Gott, ey. Ich bin noch so nah im Hand. Ja. Der Rest der Runde war super. Wäre ich locker vor denen gewesen. Also bei mir sieht man auch ganz klar die Verbesserungen. Meine letzte Runde hatte ich mich um 3,7 Sekunden verbessert, jetzt nochmal um 0,88. Das sind schon ganz schöne Fortschritte hier. Ja, sag mal so 3,7, das wäre nicht schlecht. 2,7 reicht mir auch. Ja, ich bin voll innen drüber gefahren, es ging einfach. Ja, es fühlt sich wie eine tolle Runde an, aber ich sehe da alle nochmal deutlich vorn. Ich bin hier, glaube ich, total allein. Ich weiß nicht, ob knapp hinter mir noch einer kommt. Ich denke nicht. Nee. Ich bin da voll verkackt eigentlich. Aber hier, guck mal, ich habe mich nochmal verbessert. Ja. Um 7 Zehntel. Ja, M. Garner ist noch von der Setzens hier. Damit ist das ja alles safe. Aber ich bin nicht so richtig zufrieden hier mit dem Pad. Im Training, wo ich. Also Training. Naja, als ich die Maps von uns mal angeguckt habe, da lief Dirt besser. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass der Stick so leicht und locker wieder ist, dass er vielleicht manchmal von automatisch lenkt und ich dann Oversteers kriege, wo ich es nicht plane oder so. Das fühlt sich irgendwie wieder falsch an. 6 Punkte für Minima Wiener. Für den Platz. Ja, typisch, ne? Im Garner 989, damit safe hinter mir. Solide Seehund, Akilit, Darik. Noni.